Ja, sehr richtig, drück dem Säbel ein Wuchtel, Alter. Ja, der Wahnsinn, oder? Der gemeint hat. Aber das ist das Richtige getan. Kannst ihm noch einen Tag dienen. Oh. Jetzt schon wieder an, als wenn wir da mal ein bisschen fighten. Das ist an meine Idee, dass er nicht gegeneinander kämpfen hast. Das sind eh unsere Brüder. Gibt es eigentlich Schwestern auch oder ist das ein reiner Burschenverbund? Männergeschichte, ne? Oh mein Gott, der hat ja wieder zu viel zum Erzählen. Du solltest lieber umkehren, Reisender. Im Bloodgrove wimmelt es von katonischem Kult und Schlimmeren. Ja, da wollen wir ja hin. Wir brauchen EP. Ich habe gesehen, wie sich vor unseren Augen ein Rift öffnete und mehrere Männer einsaugte. Es verschwand genauso schnell. Wenn du merkst, dass die Luft vor seltsamer Energie kribbelt, geh sofort weg. Ne? Ich mache selber ein Rift, mein lieber Freund. Was ist mit den anderen Spähern? Verloren vom Kult entführt, die Glücklichen sterben im Kampf, die übrigen Punkte, Punkte. Was gibt es sonst noch da draußen? Da es jetzt niemanden gibt, der die schwarzen Mähnen Manticorn von den Straßen fernhält, laufen sie frei herum. Dann gibt es noch den Orden der Todeswache und Kümmerns Auserwählte. Seit Wochen gehen diese zwei fanatischen Gruppen sich an die Gurgel. Ich hoffe, du hattest nicht vor, nach Norden, nach Fort Econ zu gehen. Econ? Ja, aber ja. Die Blutgeschworenen haben Dark Vale völlig überrannt. Was befindet sich jenseits des Rifts? Die Rifts scheinen höchst instabil zu sein. Die einzigen Speer, die hindurchgingen, taten das nicht freiwillig und wir haben sie nie wieder gesehen. Was gibt es sonst noch da draußen? Achso, danke für die Informationen. Das ist jetzt wieder die Geschichte, wo gehen wir hin, ne? Die haben wir ja gleich mal ein bisschen wegbrutzelt. Jetzt gehen wir da zurück, weil wir wollen ja natürlich alles aufdecken. Wir wollen ja alles sehen. Will ich da auch durchgekennen oder was? Nein. The Bloodgrove. Da, das sind auch meine. Nix, nix. Ja, da hat zwei gerade direkt geschaut und da ist das hängen geblieben. Kämpfen schon wieder irgendwo. Kämpft schon wieder irgendwo. Wer? Ohne mich. Was wird denn das? Vermutlich einer, ne? Okay, das ist da komplett zu, da müssen wir rundherum spazieren. Da haben wir jetzt die. Waren das die Seppel, die Nekromantenabteilung? Jetzt hoffentlich auch. Da kommt's gleich alle mit, ne? Das war da mal was.
Wo befinden wir uns jetzt? Bloodgrove. Aha, da ist schon. Was? Halte dich von ihr fern, oder sie wird auch von dir Besitz ergreifen. Was ist hier los? Sie ist eine dieser Übernommenen, die von einem Ätherischen kontrolliert wird, um sich unter uns normale Menschen zu mischen. Wir haben sie dabei erwischt, als sie einen Wolf verhexen wollte, der ihren Befehlen gehorchen soll. Sie muss brennen. Das sollte diese abscheuliche Geist erledigen. Was sagt der? Der Übernommene wird echt gut brennen. Ja, das ist ja dann genau meine Aufgabe, ne? Lade ich sie auf einen Cocktail ein und die Geschichte hat sich... Bringt diese Wahnsinnigen zur Vernunft. Was geht ihr vor? Das ist alles großes Missverständnis. Rede einfach mit Nathaniel. Es gibt für uns, für das alles einen vernünftigen Ausweg. Ich werde sehen, was ich tun kann. So, Nathaniel. Da deppert, wenn man die Augen legt, geht dann immer das Maxl durch. Bleib zurück, wir müssen eine Übernommene verbrennen. Was geht hier vor? Ade, da ist die Ralia. Wir haben diese Übernommene dabei erwischt, als sie versuchte, ätherische Magie anzuwenden. Wollte wahrscheinlich die ganze Gegend mit einem abscheulichen Ätherfeuer verderben. Also banden wir sie fest und dachten uns, wir geben ihr ein wenig von unserem eigenen Feuer. Der einzige sichere Weg, um dieses Verderbnis loszuwerden. Ich möchte zuerst mit der Übernommenen sprechen. Okay. So, die Ralia. Bist du hier, um dich an Nathaniels Preis zu weiden? Willst du mir in die Augen sehen, bevor du das Feuer entfachst? Es ist wohl Zeitverschwendung, dir zu sagen, dass ich keine Übernommene bin. Warum glauben Sie, dass ihr eine Übernommene seid? Diese Bauern sehen Ätherfeuer und denken sofort, dass es das Werk eines Ätherischen sein muss. Hysterisch ist er ja nicht, ne? Seit Jahrhunderten beherrschen Arkanisten den Äther, aber heutzutage kannst du dir ebenso gut deine eigene Schlinge binden, wenn du ein Fachmann des Arkanen bist. Woher weiß ich, dass sie dir Wahrheit sagt? Alle erstarrt dich an, sie durchbohrt dich mit ihren Blicken. Vielleicht... Weil ihr alle es besser wissen solltet, als Leute der Besessenheit zu beschuldigen? Na, worauf wartest du denn noch? Die Übernommene muss brennen. Ich bin nicht davon überzeugt, dass sie eine Übernommene ist. Jetzt kennen wir das einmal. Ich glaube nämlich wirklich nicht. Was meinst du? Sieh sie dir an, eine Ätherische, wie sie lebt und lebt. Achso, das schaut aber eigentlich sehr normal aus, ne? Wir haben gesehen, wie sie abscheuliche ätherische Magie anwenden wollte. Darin besteht kein Zweifel. Es gibt keine Beweise. Ah, jetzt verstehe ich. Sie hat dich mit ihren Kräften verzaubert. Du bist genauso ein Übernommener. Jungs, sieht aus, als hätten wir noch einen. Was? Nein, vergesst es. Ja, jetzt wird es ein bisschen heiß im Leben, Nathaniel, nicht? Servus, grüß dich. Schön, dass er wieder hinter sich geht, ne? Ich gebe es nur ungern zu. Für eine Weile dachte ich, ich wäre so gut wie tot. Vielen Dank für meine Freiheit. Wie hat Nathaniel euch hereingelegt? Da trinke ich vorher was, jetzt triggert mir schon ein bisschen der Mund aus. Sie müssen mich am Kessel gesehen haben, sahen ein Äther glühen und zogen ihre eigenen verrückten, voreiligen Schlüsse. Sie waren bei mir, bevor ich auch nur einen einzigen Zauber aussprechen konnte. Ich mag Zugang zu Kräften haben, die den meisten Menschen ein Rätsel sind, aber ich bin keine Ätherische.
Hier, nimm das. Es ist ein dürftiges Geschenk, aber das Mindeste, was ich meinen Retter anbieten kann. Ich werde diese Freundlichkeit nicht vergessen. Rallier, ne? Vielleicht spielt er noch eine Rolle, die Rallier. Auf Wiedersehen. 5000 EP ist ja okay, das Geschenk, nicht? Nehmen wir natürlich dankend an und jetzt hupfen wir. Da. Gibt es nur zum Hupfen, wie man sieht, das verzweigt sich schon wieder so weitläufig, dass wir da eh 24 Mal im Zickzack rennen müssen. Ja, was ist denn? Oh, Sterndal! Vor der Ladergewehr. Ja. Achso, Insigne, jawohl. 1 von 5. Es ist wunderschön, da geht's wieder ein bisschen weiter mit Questern. Was hat er gemeint? Ich freue mich schon aufs nächste Level ab. Na, komm, brenn. Haha. Jetzt war er schnell hier. War gut, haben wir uns vorher das Buff alleine gehabt und dann geht schon da hier. Und ein paar ist es. Da unten ist auch was. Mal da durch, ja. Burschen! Hat da was zum Durchschmeißen nachschaut. Dann gehen wir da herum. Müssen wir sowieso dann oben zu einer gehen. Wie sie sich unsere Brüder, wie sie sich immer gleich verzupfen. Achso, die haben da auch gekämpft, haben's. Ha? Müller Finnegan. Hallo Fremder, du siehst gar nicht aus wie ein Kultist. Was führt einen so gut bewaffneten Abenteurer hier ans Ende der Welt? Das ist meine Sache, was macht ihr hier draußen? Genau. Ich gebe zu, eine unbewaffnete Frau allein in einem von Kult besetzten Land, das muss ein seltsamer Anblick sein. Ich war hier draußen und habe an einem Buch gearbeitet, ne? Vogelkunde oder was? Als der Grim Dawn zuschlug, ich saß zwischen der Wildnis und grausamen Kultisten fest und ich überlebte, indem ich mich in einer Höhle in der Nähe versteckte, zumindest bis sie einstürzte. Brauchte Hilfe? Du bist wahrlich ein Geschenk des Himmels, Fremder. Wir werden Dynamit brauchen, um den Weg... Ja, logisch. Wir werden alle an mein Dynamit kommen. Um den Weg frei zu machen, du hast nicht zufällig eins dabei? Wenn nicht, gibt es vielleicht eins in den Minen oder im nahegelegenen Steinbruch? Wenn du mir etwas davon bringst, können wir die Felsen beseitigen und ich kann meine Habseligkeiten zurückholen. Vielleicht ist etwas dabei, das du als Entschädigung für deine Hilfe angemessen findest. Natürlich helfe ich euch. Ja, bitte sehr, in Ordnung. So. Höhleneingang. Der ist aber schnell verschwunden da drinnen. Das ist auch sicher wieder so ein Vorderladergewehr. Eine linke Agentin. Insigne der Schwarzen Legion. Da können wir eigentlich da lassen, wird wurscht sein. Ne?
Na, das werden wir da jetzt wegtun, weil da sind ja unsere speziellen Komponenten. Brauchen wir nicht. Da in der Höhle was? Schauen wir uns ja kurz einmal um. Nix. Aha. Allein, lauter Totenschwellen. Dann alles Totenschwellen und Skelette. Na fein. Da wie ist der Leiche? Hat sie ein schönes Zuhause, ne? Das ist ja auch irgend so ein verzauberter Hex wahrscheinlich, ne? Ich muss mich für den Trick entschuldigen, aber leider kann ich mich nicht sehr weit von meinem Grab entfernen. Du wirst mit dem Wissen sterben, dass ich dich genieße, während ich dir deinen Lebensatem aussage. Ich werde ein bisschen ausindeln. Lustige Mila Finnegan. Hinterlistige Schlampe. So schaut's aus. Seit Jahrhunderten suche ich in diesem Waldheim und zehre an der Lebenskraft ahnungsloser Narren wie dir. Meine Höhle wurde immer wieder verschlossen, aber dank der naiven Betrogenen wie dir oder den geringen Goldsuchern, die mich zuletzt aufsuchten, wird sie immer entdeckt. Was hoffst du dir von mir? Die haut aber gut eine. Die Lady Chatterley da. Ha! Hieß, und wir warten auf, was kommt. 12.000. Schön ist das. 12.000 EP, was haben wir da Schönes gekriegt? Nichts, was wir brauchen können. Wunderbar. Richtig, Pippe-Fan. Na, gehen wir wieder, ne? Wer ist nicht geschaut, haben wir eh. Ja, selber schuld. Wurscht, gehen wir da mal. Wenn wir dann bald einmal umgehen, aber jetzt schauen wir mal nach da ein bisschen. Da ist sonst nichts. Das ist aber ein wunderbares Halligalli, ha? Ja, halt einmal die Stellung da ein bisschen. Kann ich nicht kurz einmal alleine lassen. Ja. Ist eh alles gut. Nicht nervös werden. Machen das. Unsägen. Okay, das Gehen in der Leere. Ach schau. Haben wir das auch besprochen? Sehr gut. Ja, schneller als ich dachte, da das Eckerl zum Aufdecken. Was blau ist da, schau da nach. Was hat sie in der Gewand? Also Blutungsgeschichte, okay, Lebensverfall. Ja, so eine Eckerpartie kannst du sicher auch was Nettes zusammenbasteln. Dann müsstet man halt dann zu den anderen gehen, ne?
Du, dieselbe hast es. Oh, danke. Das sind kurzsichtig, da erst wenn ich da auf 4 Meter zugekommen bin, haben sie mich gesehen. Da kann man eh reingehen. Wieso stehen die da drin? Lissandra, ich weiß nicht, wer du bist, aber das ist mir egal. Ja, mir auch. Du bist kein Kultist. Zumindest siehst du nicht so aus wie einer von ihnen. Bitte hol uns hier raus, die Tür ist eh offen. Diese Bastarde holen uns aus dem Käfig nach... Was? Käfig, einer nach den anderen. Wir mussten zusehen, wie sie einen Mann sein ganzes Blut abzapften. Es war grauenhaft. Ich kann euch alle mit einem Riftgate nach Homestead zurückbringen. Momentan wäre mir alles recht. Bring uns nur nach Hause. Wir sehen uns in Homestead. Wie heißt die? Lissandra. Bin ich gespannt, was man von der kriegt. Oh? Ui! Ja, als wenn die sterben, wird es ein Level Upsi-Pupsi geben, ne? Da ist es schon. Jawohl. Zack. Jetzt hupfen wir da mal gar rauf. Alter, okay, das ist ein Boss. Wo ist das auch wieder irgend sowas? Oh, ketonisches Rift. Das ist auch wieder irgend so eine Special-Geschichte, ne? Meine Karte. Da werden wir aber dann vorher verkaufen gehen, nicht, dass wir da drin sind. Du wirst wahrscheinlich kein Rift machen können und dann sind wir voll. Ja, ein bisschen blöd. Stirb. Erstbrecher. Was mit. Was? Na! Beim Looten bin ich angekommen, ich da saß nicht. Ach Gott, na. So, pass auf. Gelben Krempel, wenn wir es einfach da. Hintere. Oder gleich die Nasen zum Jucken auch. Oder glitzert es eigentlich, ne? Und ein dicker einer dazu. Ist da so Feuer im Mund wie ich? Wie schaut macht man es nicht? Das ist geil. Hier ist er. Bossmonster getötet, sehr gut. Wird da wieder ein gelbes Klumpert aufkommen? Na logisch. Lassen wir jetzt da. Beim Ausschmeißen was anders angelegt und aufkommen. Auch nicht schlecht, das muss man jetzt anbringen. Das ist wahrscheinlich wieder abartig aus. Die halten aber gut aus, ha? Huh? Das ist ja auch eine gefährliche Domäne. I can't do that yet. Ich
Eisen ist gut, das nehmen wir mit. Aha, das sind so wie die Kisten draußen, sind da so Bruchstücke. Die haben sie ausbuddelt, ne? Oder wo sind die jetzt hergekommen? Fixt. Wieder vergessen, ne? Konstitution und in den Inquisitor. Wir kommen näher. Wir gehen jetzt sagen, einfach mal außen ab, die Geschichte. Diesen Bereich, dass wir mal wissen, wie was wo waren. Sagte er und ging in die Mitte. Mal wissen, wie es da ausschaut. Wäre geil, wenn wir das einmal schaffen, dass wir das komplett klären. Hoffe, ich stelle mir nicht wieder gar so blöd an jetzt, ne? Überlebt. Na gut. Warum ist da gerade ein Thema? Komm, stirb. Ah, da geht's dann doch wieder raus, okay? Die Frage mal wieder eine kann. Aber wurscht, wenn das die gelben Klump, wenn wir es einfach mal liegen lassen. Zettel. Genau da ist das Riff, da kommen wir raus wieder. Kann er was droppt da unten? Na, da erinnern, kennt ihr es aussehen, dass da was Gescheites drin ist eigentlich, ne? Aber ja, da müssen wir dann mal farmen gehen. Dynamit. Wissen wir wo?
wo der Darius Cronley, oder wie hat der geheißen? Da in der Mitte haben wir noch Schwarz, das decken wir natürlich noch auf. Teiltankerl nehmen wir mit und das Eisen. Ration ist immer gut. Ja, schon mittlerweile. Oh, ho, ho, zwei große. Uiuiui, ui, die haben eine gehaut. Tatsächlich sind hier. Geil. Hof aktualisiert. Nehmen Sie es hin, ich bin sogar voll. Na, die sind aber gut weggestärbtelt, ne? War ja gar nicht so schlecht. Aber doch, das wird jetzt ein bisschen böse, aber. Dankerl. Gut. Da. Wie gesagt, was Besonderes war eigentlich nicht drin in der dafür, dass man es aufsprengt. Eigentlich ein bisschen enttäuscht. Das wollte ich sagen. Ja. Ah, und wo haben die überlebt? Heißt wie? Wo ist es da? Schauen wir nochmal. Nichts übersehen, nein.